geöffnet worden ist, weil die dachten, da ist was anderes wieder drin. Gut, dann wollen wir das mal auspacken. Also, ich habe es schon mal geöffnet gehabt, den Karton. Also hier haben wir die Originalverpackung. So. Und da steht richtig drauf, Nikon Caps S Nikkor, wie ein 24 bis 70 mm. Eine witzige Sache. So, dann wollen wir mal kurz schauen, was denn da alles drin ist. Also in diesem Originalkarton kommt es. Dann packe ich das jetzt mal aus. So, dann haben wir hier als erstes, das packe ich mal kurz zur Seite. Sollte eigentlich eine Tasche sein. Ja, das ist die Tasche. Original, oder fast original Nikon. Eine tolle Tasche, Thermotasche. Ganz klasse, gut verarbeitet. Und da drin ist dann auch ein Henkel. Nicht zum Wegwerfen, aber eine schön. So, die packe ich mal beiseite. Dann kommt als nächstes, schön verpackt, eingepackt in so einer Tüte, das eigentliche, was wir wollen. Das ist das. Man denkt im ersten Moment, Mensch, ein tolles Objektiv. Das ist die Original mit Blende. Anscheinend Nikon sogar mit funktionierenden manuellen und automatisch manuellen Zoom zum Einstellen. Also hier AF Schalter. Sieht aus wie original. Das ist aber sehr leicht. Klasse, gut in der Hand, kräftig. Und dann wollen wir mal schauen. Öffne ich mal hier den Deckel. Natürlich ein Thermobecher. Ganz klasse, sauber verarbeitet. Kann ich nicht alles sagen. Wunderbar, kann man schön Kaffee draus nehmen. Toller Thermobecher. Und das Witzige ist, man kann diesen Deckel auch noch mal schrauben. Als wenn man den noch mal drauf setzen könnte. Ein Verschluss. Rundrum. Ein klasse gelungener Gag, sag ich mal. Was bestimmt für Aufmerksamkeit sorgen. So einen will auch jetzt jeder haben. Den habe ich mir schon lange gewünscht. Jetzt habe ich ihn mal bekommen. Machen wir einen Zug. Wunderbar. Das war erstmal das erste Video dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr unseren Sender abonnieren und kommentieren, bewerten. Ja, je nachdem, wozu ihr Lust habt. Aber vergesst es nicht, bewerten und kommentieren und abonnieren. Tschüss!